Hallo liebe Leute, ich habe das Video von der Elefantenrunde mit Oliver Janich, Franz Hörmann, Rico Albrecht und Nitjat Stahl noch nicht hochgeladen und werde dies noch tun, sobald es mir vorliegt. Ich fand die Debatte einerseits vielfältig, andererseits jedoch auch unbefriedigend, weil zu viele Behauptungen in den Raum gestellt wurden, die nicht beleuchtet wurden. Daran bin ich natürlich mitschuldig und hole diese Beleuchtung in zwei wichtigen Punkten mit diesem Video nach. Grundsätzlich möchte ich dazu sagen, dass ich die Betrachtungen zum Geldsystem im Moment nicht als von oberster Bedeutung ansehe. Ich habe in der Debatte erwähnt, dass wir genau das Geldsystem haben, das unserem aktuellen kollektiven Bewusstsein entspricht. Die diversen Fehlentwicklungen in unserem Geldsystem wirken so auf unser Bewusstsein zurück, dass uns genau die Lektionen in unserem Leben präsentiert werden, die wir lernen müssen, um uns als Menschen weiterzuentwickeln. Ein gut funktionierendes Geldsystem wird sich erst in dem Moment einführen lassen, in dem wir unsere Lektionen gelernt haben und nicht vorher. Dennoch ist es natürlich besser, wenn wir auch in Bezug auf das Geldsystem verstehen, worin genau das Problem besteht und worin daher genau die Lösung bestehen würde, sobald unser kollektives Bewusstsein bereit für eine solche Lösung sein wird. In den bisherigen Videos über die drei Säulen der Macht der Hochfinanz haben wir herausgearbeitet, dass die erste dieser Säulen im Moment dabei ist, einzustürzen. Wenn wir kollektiv unser Denken befreien, tritt der Tiefenstaat in die allgemeine Sichtbarkeit und wird versuchen, sich durch die Errichtung diktatorischer Strukturen zu behaupten. Ohne die Kontrolle unseres Denkens wird die jetzt bereits einsetzende Diktatur von Anfang an auf tönernen Füßen stehen. Sobald die Diktatur in ein paar Jahren endet, löst sich auch der Tiefenstaat auf. Die Hochfinanz kann ihre Macht dann nur noch über ihre Kontrolle des Geldsystems ausüben, welches die letzte dann noch verbliebene Säule ihrer Macht sein wird. Sobald die unterdrückende Macht des Tiefenstaats endet, wird es nach und nach möglich werden, an die Einführung eines besseren Geldsystems zu denken. Und genau dann wird es hilfreich sein, wenn wir die Geldproblematik bis dahin zumindest richtig verstanden haben. Es gab also zwei Punkte in der Debatte, auf die ich gerne näher eingegangen wäre. Leider ist das Führen von Debatten nicht meine Kernkompetenz, wenn ich in eine harte Konfrontation gehen muss. Ich habe die Konfrontation in diesen Punkten gemieden. Diese beiden Punkte sind jedoch so wichtig, dass wir sie in diesem Video nachbehandeln. Es ist sowieso erst sinnvoll, in irgendwelche weiteren Details zu gehen, wenn diese beiden Punkte geklärt sind und verstanden wurden. Franz Hörmann hat dargestellt, dass der Mangel das Problem ist. Es ist der Mangel, der die Preise verteuert und es ist die Fülle, durch die keine Ausbeutung mehr möglich ist, weil in Fülle vorhandene Produkte fast nichts mehr kosten. Mangel und Fülle lassen sich aus den folgenden beiden verschiedenen Perspektiven betrachten, persönlich und gesellschaftlich. Ich kann sagen, wenn die Gesamtheit der Menschen im Mangel lebt, muss ich mich von dieser Gesamtheit abheben, um Fülle erleben zu können. Dann muss ich also in Konkurrenz gehen und mehr Erfolg haben als andere. Ich muss besser sein als andere. Wir erzeugen in der Welt immer das, woran wir unterbewusst glauben. Wenn wir unterbewusst glauben, dass es nicht anders sein kann, als dass die Gesamtheit im Mangel lebt, muss ich Einzelkämpfer werden, um diesem allgemeinen Mangel einen persönlichen Reichtum abzuringen. Durch ein solches Verhalten trage ich dann aber zum Mangel der Gesamtheit bei, egal ob mein Bestreben von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Wenn wir unterbewusst an die Möglichkeit glauben, dass die Gesamtheit der Menschen in Fülle leben kann, sind wir auch bereit, einer Regelung zuzustimmen, durch die das Bemühen jedes Einzelnen zur Fülle der Gesamtheit beiträgt. Wenn die Gesamtheit in Fülle lebt, erleben wir selbst Fülle dadurch, dass wir ein Teil dieser Gesamtheit sind, von der wir uns dann auch nicht abheben müssen, sodass das Ganze sehr entspannt und mühelos ist.
Ein Streben nach persönlichem Reichtum im Kontext einer Gesamtheit, die im Mangel lebt, trägt also zum Mangel der Gesamtheit bei. Und ein Streben nach einer Fülle des Ganzen, von der wir ein Teil sind, trägt also zum Reichtum der Gesamtheit bei, von der wir uns nicht abheben müssen, um Wohlstand zu genießen, sodass es auch ganz auch entspannt und mühelos ist. Die möglichen Geldsysteme unterscheiden sich also im Wesentlichen nur in der Frage, ob sie auf persönlichen Wohlstand im Kontext einer Gesamtheit, die im Mangel ist, abzielen oder ob sie auf einen allgemeinen Wohlstand abzielen, von dem wir durch unseren persönlichen Fleiß und unsere persönliche Tüchtigkeit leicht ein wohlhabender Teil sein können. Das Hauptkriterium in der Bewertung eines Geldsystems besteht also in der Frage, ob die Zirkulation eines Geldes eher für eine allgemeine Armut oder für einen allgemeinen Reichtum sorgt. Armut oder Mangel hat dabei eine tiefer liegende praktische Ursache. Und das bedeutet, dass auch die vom Mangel bewirkten Probleme von dieser tiefer liegenden Ursache erzeugt werden. Was also ist die eigentliche praktische Ursache des Mangels in unserer Wirtschaft, also des Geldmangels? Wenn Technologien Fülle für alle erschaffen können und auch bereits reichlich existieren, stellt sich die Frage, warum uns solche Technologien vorenthalten werden. Wenn die Industrie nur ihre Arbeit bezahlt bekommt und keinen Kapital erwirtschaften muss, stellt ein technischer Fortschritt kein Problem dar. Aber wenn ein Unternehmen auf der Grundlage arbeitet, nicht nur seine Arbeit bezahlt zu bekommen, sondern auch noch einen Zins für seine Investoren erwirtschaften zu müssen, dann braucht es einen ausreichenden Mangel dafür. Nur wenn es einen ausreichenden Mangel an den verkauften Waren gibt, nur dann kann ein so hoher Preis verlangt werden, dass auch ein Zins erwirtschaftet werden kann. Wenn nun eine neue Technologie so effizient ist, dass sie sowohl die alte Technologie überflüssig macht, als auch so dezentral verfügbar würde, dass sich jeder selbst damit versorgen kann, dann kann das bestehende Kapital bei einer solchen Fülle weder mit der alten, No, also die überflüssig wird, noch mit der neuen Technologie einen anhaltenden Zins erwirtschaften. Das ist der Grund dafür, warum die Patente solcher Technologien in Schubladen verschwinden oder sonst wie unterdrückt werden. Das heißt, die Ursache für die Nichtverfügbarkeit eines dezentralen technologischen Fortschritts ist die Nichterzielbarkeit eines Zinses für solche Technologien. Die Menschen, die einen Zins für ihre großen Vermögen erzielen wollen, verhindern diesen technologischen Fortschritt, um sich ihre Zinsgewinne zu bewahren, die sich mit der schlechteren alten Technologie noch erzielen lassen. Als Nikola Tesla seinem Finanzier JP Morgan erzählte, dass seine neue Technologie Energie kostenlos bereitstellt, besiegelte er damit sein Schicksal, dass diese Technologie in Geheimprojekte wanderte und der Allgemeinheit bis heute vorenthalten wird. Die Investoren könnten keine Gewinne erzielen, wenn wir unsere Energie kostenlos bekämen. Dies ist also der Grund dafür, dass eine technologische Fülle, die uns allen viel Geld einspart, nicht gewünscht und nicht zugelassen wird. Unsere erhöhten Kosten sind die Einnahmen der zugehörigen Anbieter. Warum sollten sie zulassen, diese Einnahmen zu verlieren, wenn sie es auf unsere Kosten verhindern können? Die Investoren brauchen also einen Mangel in unserer Versorgung und wirken daher auch auf einen Mangel in unserer Versorgung hin, damit wir für die knappen Güter viel Geld zahlen. Die eigentliche systemische Ursache des Geldmangels, den die meisten Menschen erleben, besteht allerdings in der Denkweise, und die ist ja kollektiv verbreitet, dass es selbstverständlich ist, dass eine Investition nur getätigt wird, wenn ein Zins dafür zu erwarten ist, also ein Kapitalertrag, ein Gewinn. Das bedeutet nämlich, dass Investitionen unterbleiben, wenn kein ausreichender Zins dafür zu erwarten ist. Wenn die Investoren die Gewinne aus ihren früheren Investitionen also abschöpfen und diese Gewinne nicht erneut investieren, dann wird immer mehr Geld aus der Realwirtschaft herausgepumpt, mit der Wirkung, dass das Heer der Arbeitslosen größer wird und die Bezahlung der Arbeitenden sich verschlechtert.
Die Zinsorientierung erzeugt also einen zunehmenden Geldmangel in der Realwirtschaft und entzieht den Arbeitenden, also den Unternehmern und Angestellten, damit langsam, aber sicher ihre Lebensgrundlage. Das ist der Grund, warum Zinswährungen spätestens nach 70 oder 80 Jahren zusammenbrechen. Wenn die arbeitenden Menschen wegen zu schlechter Bezahlung kein Geld mehr haben, bricht die Wirtschaft zusammen. Beim zinsfrei fließenden Geld ist dies anders. Wenn das Geld selbst mit einer Geldsteuer behaftet ist, lohnt es sich, dieses Geld auszugeben, zu investieren oder zinsfrei zu verleihen, weil der Mensch, der anschließend im Besitz des Geldes ist, die mit dem Geld verbundene Steuer bezahlen muss und nicht mehr wir. Wenn Menschen, die ihr zinsfrei fließendes Geld investieren und investiert haben, keine Projekte mehr finden, mit denen sie einen Zins erwirtschaften können, ziehen sie ihre Investition aus der Wirtschaft auch nicht ab, auch wenn ihr Kapitalertrag bei 0% liegt. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass das Unternehmen keine Kapitalkosten, also keine Kosten für seine Finanzierung hat. Wenn die Zinsabflüsse eines Unternehmens also bei 0 liegen, verteilt sich das gesamte vom Unternehmen erwirtschaftete Geld auf den Unternehmer und seine Angestellten. Also wird die Geldfülle bei den Arbeitenden maximiert. Während das Zinsgeld automatisch und unumgänglich einen Geldmangel erzeugt, sorgt das zinsfrei fließende Geld genauso automatisch für eine Geldfülle bei den arbeitenden Menschen, während die Investoren 0% Gewinne erzielen, also leer ausgehen. Wir haben nun gesehen, dass neue und effizientere Technologien unterdrückt werden und verschwinden, wenn sie selbst eine Fülle erschaffen, mit der sich keine Zinsen erwirtschaften lassen, weil kein ausreichender Mangel mehr herstellbar ist. Es ist im jetzigen Zinsgeldsystem also gerade die höhere Effizienz, die einem dezentralen technischen Fortschritt im Weg steht und für seine Unterdrückung sorgt. Bei einem zinsfrei fließenden Geld lässt sich auf Dauer mit keiner Technologie ein Zins erwirtschaften, weil das Geld automatisch den Arbeitenden zufließt und nicht den Investoren. Und genau das ist die Ursache, warum ein Wirtschaften mit zinsfrei fließendem Geld technologischen Fortschritt im Dienste einer üppigen, dezentralen Versorgung maximal unterstützt. Mit zinsfrei fließendem Geld wird sowieso nur die Arbeit bezahlt, nicht das Fremdkapital. Also bietet es kein Motiv für eine Unterdrückung des technologischen Fortschritts, so wie er beim jetzigen System stattfindet. Der Geldmangel wird also durch Zinsgeld geschaffen und durch die Unterdrückung von Technologien, mit denen sich kein Zins mehr erwirtschaften lässt, wird auch der technische Fortschritt zurückgehalten und ein unnötiger Mangel bewirkt. Ja, der Mangel ist das Problem. Das eigentliche Problem ist jedoch die Ursache des Mangels. Und die Ursache des Mangels ist das Zinsgeld und nur das Zinsgeld, wie wir gesehen haben. Während das Zinsgeld eine automatisch nicht zu verhindernde Geldverknappung bewirkt, entsteht durch das zinsfrei fließende Geld eine Geldfülle bei den Arbeitenden, die sich nun überlegen dürfen, was sie mit ihrem vielen Geld am besten anstellen, damit sie der Geldsteuer entgehen. In diesem Kontext hat Oliver Janich die Aussage gemacht, dass das zinsfrei fließende Geld, eigentlich das er Schwundgeld nennt, irrtümlicherweise, einen Wachstumszwang enthält, weil das Geld ständig ausgegeben werden muss. Diese Aussage ist falsch und natürlich hätte ich an dieser Stelle vehementen Einspruch erheben müssen. Jetzt hole ich das an dieser Stelle nach. Die laufende Gewinnentnahme von den Unternehmen bei gleichzeitig unterbleibenden Investitionen, wie wir es beim Zinsgeld sehen, erzeugt nicht nur eine Geldverknappung in der Realwirtschaft, sondern beinhaltet in sich auch eine automatische Vermögensumverteilung von den Arbeitenden zu den Vermögenden, zu denen das Geld ja immer weiter umverteilt wird. Diese Umverteilung funktioniert nur so lange, bis die Realwirtschaft aufgrund des Geldmangels der Arbeitenden zusammenbricht. Um den Umverteilungszyklus so lang anhaltend wie möglich zu machen, benötigt das System Wirtschaftswachstum. Solange die Wirtschaft gut wächst,
Jedoch auch nur in dem Maße, in dem sie wächst, kann dies die Zinsabflüsse so weit abdecken, dass die Löhne der Arbeitenden nicht oder nur wenig schrumpfen müssen. Dadurch verarmen die Arbeitenden dann langsamer und halten länger durch, bis die Wirtschaft schließlich aufgrund der trotzdem immer weiter laufenden Vermögensumverteilung dennoch unvermeidlich am Geldmangel der Arbeitenden zusammenbricht. Das Zinsgeld erzeugt also eine automatische Vermögensumverteilung und diese Umverteilung erzeugt den Wachstumszwang. Ohne den zinsbedingten Wachstumszwang würde die Wirtschaft zu schnell am Geldmangel der Arbeitenden zusammenbrechen. Die Investoren investieren nicht, wenn kein Zinsgewinn in Aussicht steht. Es gibt aber Billionen Vermögen, die gehortet werden und investiert werden könnten. Die einzige Möglichkeit, auch nur einen Teil dieser Gelder gewinnbringend zu investieren, besteht in einem weiteren Wirtschaftswachstum. Das ist der Grund, warum die Politik Wirtschaftswachstum verlangt. Es liegt am Interesse der Investoren, die Wirtschaft wachsen zu lassen, damit sie weitere Zinsgewinne erwirtschaften können. Ein zinsfrei fließendes Geld wird nicht investiert, um einen Zinsgewinn zu erwirtschaften. Es wird investiert, um der Geldsteuer zu entgehen. Das zinsfrei fließende Geld fordert also kein Wirtschaftswachstum, um investiert zu werden. Es wird auch investiert, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Dadurch können Menschen und Unternehmen ihre Projekte zinsfrei finanzieren. Durch den Wegfall des Kreditzinses werden alle Schulden rückzahlbar. Wenn alles, was wir brauchen, leicht finanzierbar ist und alle Schulden rückzahlbar sind, steht das Geld nicht mehr im Mittelpunkt. Auch wenn die Wirtschaft schrumpft, weil wir schon alles haben. Das zinsfrei fließende Geld macht es also möglich, dass die Wirtschaft schrumpft und wir dennoch reichlich alles haben, was wir zum Leben brauchen. Es besteht nicht nur kein Wachstumszwang, sondern es entsteht sogar die Möglichkeit, dass die Wirtschaft schrumpfen darf, wenn die Märkte gesättigt sind, weil wir alles haben, was wir brauchen. Wenn Menschen mit Hilfe des zinsfrei fließenden Geldes zu viel herstellen, sodass die Preise durch Überproduktion so stark sinken, dass ein Minus entsteht, müssen die Unternehmen ihre Produktion drosseln. Ohne Zinsabflüsse ist ein Schrumpfen der Wirtschaft jedoch kein Problem, sondern ein Signal, dass alle weniger arbeiten und mehr in den Verwaltungs- und Instandhaltungsmodus übergehen. Zinsfrei fließendes Geld ist systemisch immer reichlich vorhanden und Zinsgeld wird systemisch durch die laufenden Gewinnentnahmen der Investoren immer verknappt. Es ist der Mangel des Zinsgeldes, der den Wachstumszwang erzeugt, weil nur das Wachstum dem zunehmenden Geldmangel der Arbeitenden gegensteuert. Und es ist die Fülle des zinsfrei fließenden Geldes, die den Wachstumszwang beendet, weil die Wirtschaft nicht wachsen muss, damit wir genug Geld haben und stattdessen sogar schrumpfen darf, wenn wir bereits reichlich mit allem versorgt sind. Wenn ich zum Beispiel meine Energie kostenlos bekomme, macht es nichts mehr, wenn die Wirtschaft schrumpft, weil die Ursache der Schrumpfung ist, dass ich auch mit weniger Geld mehr als reichlich von dem habe, was ich brauche. Anders als Zinsgeld kann das zinsfrei fließende Geld also problemlos dezentrale Technologien finanzieren, die das Geld überflüssig machen. Niemand verliert Zinseinnahmen, wenn die Wirtschaft schrumpft und das Geld unwichtiger wird. Die Fähigkeit einer Wirtschaft bei einer Sättigung der Märkte zu schrumpfen spart unsere Arbeitszeit, sodass wir immer weniger arbeiten müssen und dies spart auch unsere Ressourcen, sodass auch die Natur geschont wird. Zinsfrei fließendes Geld erzeugt also mitnichten einen Wachstumszwang, sondern macht sogar ein Schrumpfen der Wirtschaft möglich, ohne dass unser Wohlstand abnimmt. Es ist also genau andersherum, als Oliver Janisch es behauptet hat. Wenn nur der Zins für die Zirkulation des Geldes sorgen muss, weil es keine Umlaufsicherung auf das Geld gibt, besteht eine stete Deflationsgefahr, die sich zu einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise ausweiten kann.
Um diese Gefahr zu bannen, sind die Zentralbanken gezwungen, für eine schleichende Inflation zu sorgen. Das ist der Grund, warum sie stets ein Inflationsziel anpeilen. Diese Art von Schwundgeld, hier ist der Name richtig, ist also durch die Deflationsgefahr bedingt, die besteht, wenn nur der Zins für die Geldzirkulation sorgt. Bei einem zinsfrei fließenden Geld ist das Geld selbst mit einer Steuer behaftet. Da niemand diese Steuer bezahlen will, werden alle das Geld in der Zirkulation halten. Das wiederum macht es möglich, Inflation und Deflation zu vermeiden. Aufgrund der Umlaufsicherung gibt es keine Deflationsgefahr. Keiner hält sein Geld zurück. Ohne die Deflationsgefahr muss keine schleichende Inflation erzeugt werden. Das bestehende Euro-Schwundgeld ist also nur ein solches, weil es sich um ein Zinsgeld handelt. Das zinsfrei fließende Geld, Schwundgeld zu nennen, ist falsch und irreführend. Das Geld schwindet nicht, weil es seinen Wert stabil hält. Jeder kann der Steuer entgehen, indem er sein Geld ausgibt oder investiert, was die Ursache für die Geldfülle bei den Arbeitenden ist. Niemand hält sein Geld zurück und es wird leicht, Geld zu verdienen. Während die unvermeidliche Inflation des Zinsgeldes einen tatsächlichen Schwund des Wertes mit sich bringt, bedeutet die Geldsteuer des zinsfrei fließenden Geldes keinen Schwund, sondern einen Beitrag, der der Gemeinschaft zugutekommt. Der Wert geht nicht verloren, sondern dient der Gemeinschaft, die uns dient. Das in Fluss bleibende Geld kann über Jahre und Jahrzehnte seinen Wert stabil halten, sodass Unternehmen mit einer maximalen Kalkulationssicherheit arbeiten können. Das bedeutet dann auch, dass ein zinsfrei fließendes Geld so sehr im Gleichgewicht gehalten werden kann, dass es anders als ein Zinsgeld nicht kollabiert. Solange es gewissenhaft und korrekt zirkuliert wird, besteht also keine Gefahr, dass es plötzlich durch Hyperinflation wertlos wird. Inflation und Deflation sind Phänomene des Zinsgeldes. Beide Probleme und das viele damit verbundene Leid werden Geschichte sein, sobald wir ein zinsfrei fließendes Geld eingeführt haben, das die Wirtschaft übernimmt. Damit kommen wir auf den Beginn unserer Ausführungen zurück. Wenn wir als Menschen nach Zinseinnahmen streben, die unsere finanzielle Situation verbessern sollen, ja, damit wir dem allgemeinen Mangel entgehen, so geht dieses Streben von dem unterbewussten Glauben aus, dass die Gesamtheit der Menschen im Mangel leben und dass wir diesem Mangel nur entkommen können, indem wir unsere persönliche Situation durch Zinseinnahmen verbessern. Wenn dieser Glaube kollektiv herrscht, dann erzeugt dieser kollektive Glaube auch eine Gesamtheit, die unter einem zunehmenden Geldmangel leidet. Wir erzeugen kollektiv das, genau das, woran wir unterbewusst wirklich glauben. Und wenn wir überall den Geldmangel sehen, erkennen wir daran auch unseren kollektiven unterbewussten Glauben an den Mangel. Es ist dieser kollektive unterbewusste Glaube an den Mangel, der uns nach Vermögen streben lässt, das uns Zinseinnahmen beschert. Und es ist dieses kollektive Streben nach Zinseinnahmen, das, wie wir gesehen haben, den Geldmangel erzeugt. Durch das Zinsgeld erzeugen wir den Mangel, an den wir unterbewusst glauben. Das Zinsgeld selbst ist die Verkörperung unseres kollektiven unterbewussten Glaubens an den Mangel. Wenn wir unterbewusst an die Fülle der Gesamtheit glauben und uns selbst auch als einen Teil dieser Gesamtheit sehen und erleben, dann brauchen wir nicht mehr nach etwas zu streben, was dieser Gesamtheit eine Fülle für uns abbringt. Wir sind dann diese Fülle, wir sind ein Beitrag zur Fülle und wir sind ein Teil der Fülle. Und durch unseren auch unterbewussten kollektiven Glauben an die Fülle der Gesamtheit können wir dann auch einem Geldsystem zustimmen, das eine Fülle dieser Gesamtheit erzeugt, von der wir dann ein Teil sein können. Die einzige Bedingung, die wir erfüllen müssen, besteht in der Akzeptanz unserer Pflicht, dass wir unser Vermögen nicht für unsere Selbstbereicherung einsetzen, sondern für die Fülle des Ganzen, von der wir ein Teil sind. Zu dieser Pflicht bekennen wir uns dadurch, dass wir in dem Maße eine Umlaufsicherung auf unser Geld zahlen, indem wir dieses Geld für uns selbst zurückhalten.
Die Einhaltung dieser Pflicht genügt, wie wir gesehen haben, um für eine allgemeine Geldfülle der Arbeitenden zu sorgen. Es geht dabei nicht um sozialistische Gleichheit, denn nach wie vor hat jeder Mensch nur das Geld, das er sich erarbeitet. Zinsfrei fließendes Geld sorgt also nicht für sozialistische Gleichverteilung, sondern für neutral und gerecht Verteilung. Arbeiten lohnt sich mit diesem Geld für alle maximal, weil die Investoren kein Geld mehr abgreifen. Wenn wir also nach der Einführung eines zinsfrei fließenden Geldes streben, so bekundet dies, dass wir tatsächlich nach einer Fülle streben, nämlich nach einer Fülle der Allgemeinheit, von der wir ein Teil sind und von der niemand ausgeschlossen ist, der bereit ist, seinen Beitrag zu leisten und für sein Geld fleißig zu arbeiten. Der Zusammenhang zwischen unserem unterbewussten Glauben und unserem Geldsystem ist sehr eng und sehr unbestechlich. Wie ich in der Runde gesagt habe, haben wir genau das Geldsystem, das unserem kollektiven Bewusstsein entspricht. Solange kollektiv unser unterbewusster Glaube an den Mangel vorherrscht, solange das noch so sein wird, wird das Zinsgeldsystem bestehen bleiben und das dunkle Zeitalter in Gang halten. Wenn unser unterbewusster Glaube auf Fülle umschaltet, wird ein zinsfrei fließendes Geldsystem, das uns in die Fülle und in ein goldenes Zeitalter bringt, leicht einführbar sein. So, damit habe ich die beiden wichtigsten Punkte der Elefantenrunde kommentiert. Es gäbe einiges mehr zu sagen, was sich aber auch aus meinen Büchern und anderen Videos zum Thema ableiten lässt. Schaut euch die Videos der FS-Playlist an und lest meine Bücher Fließendes Geld und globaler Reichtum. Der Link dafür ist unten. Zudem gehen wir in bereits angekündigten und noch kommenden Videos zum Plan C der Hochfinanz weiter auf unser Geldsystem ein. Für morgen Vormittag steht bei mir ein Gespräch mit Eramo Radand aus Güster in Schleswig-Holstein auf dem Programm. Das werde ich aufzeichnen. Ramo ist ein Experte für systemische Geldfragen. Wir werden die Elefantenrunde vom Mittwoch und dieses heutige Video reflektieren, um das Kernproblem unseres Geldsystems verstehbar zu machen. Das Kernproblem unseres Systems wird, wie man in der Elefantenrunde sehen konnte, immer noch zu wenig verstanden. Weder Rico Albrecht noch mir ist es gelungen, dies in der Runde klar zu machen. Und genau das hole ich mit Eramo morgen nach. Das war es wieder für heute. Klickt auf Gefällt mir, teilt das Video und abonniert diesen Kanal. Hinterlasst unten eure Kommentare und Fragen und denkt immer daran, wir können in der Welt nur erschaffen, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss zuerst in uns Frieden sein. Macht's alle ganz gut. Bis dahin.